herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zu Tag 4 der Violet Week. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, ist dieses Video mal etwas komplett anderes, ein bisschen off-topic, gehört aber irgendwie auch zu YouTube dazu. Wenn man sich ja vor eine Kamera setzt, habe ich letztens erst noch gelernt, macht man sich ja öffentlich angreifbar und man soll doch dann gefälligst auch mit Kritik umgehen können. Starten wir also schon mal direkt mit diesen Worten in das Thema dieses Videos. Das soll nämlich im Prinzip das Thema Hate im Internet sein. Und ich möchte jetzt bitte, dass ihr das alle nicht falsch versteht. Brecht euch bitte alle keinen Zacken aus der Krone oder brecht euch die Fingernägel ab, wenn ihr jetzt wütend in die Tasten haut. Denn dieses Video soll natürlich lustig sein. Also es ist nicht ernst gemeint. Denn oft denke ich mir bei den Kommentaren, die ich so kriege, dass die auch bei weitem nicht ernst gemeint sein können. Ich kann mich allerdings glücklich schätzen, dass ich tatsächlich in dem Sinne noch gar nicht so richtig super krassen Hate abbekomme. Ich finde auch natürlich Cybermobbing, also Leute wirklich richtig gehend persönlich anzugreifen, zu beleidigen, zu bedrohen, das ist etwas, das geht absolut gar nicht. Das möchte ich hier mal ganz, ganz klar positionieren. Das ist außerdem eine strafbare Handlung. Also alle, die da so mutig hinter ihren Bildschirmen sitzen, hinter ihren Fake-Profilen, ihr seid gar nicht so safe, wenn ihr euren Hass oder auch Bedrohungen oder Morddrohungen oder Gewaltandrohungen im Internet gegenüber einer Person äußert. Also ich würde damit immer vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal ganz klar auch positionieren, dass ich durchaus kritikfähig bin. Ich bin ein, sagen wir noch, junger YouTuber. Ich mache das noch gar nicht so lange. Ich bin erst am Anfang. Es baut sich erst alles auf. Diese Community ist, und das kann ich mit ganz, ganz großem Stolz sagen, und das wisst ihr auch alle, die ihr zuschaut, diese Community ist eine wahnsinnig tolle Community. Ihr seid wirklich einfach super, super nett. Ihr seid cool untereinander, ihr unterstützt euch gegenseitig, ihr baut euch gegenseitig auf. Ihr habt auch viele Worte des Lobes immer für meinen Content, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer Menschen, die man niemals zufriedenstellen kann. Und um genau diese Menschen soll es heute gehen. Ich möchte euch auch keine Plattform bieten, aber ich dachte mir, greifen wir das Ganze doch mal ein klein wenig auf und werden diesen Hate doch einfach mal mit einem Lächeln wegwischen. Und ansonsten werde ich euch mit meinem Highlight davon beamen. Starten wir ins Video. Ich möchte beginnen mit dem allerneuesten Hate, sag ich mal, oder dem neuesten Kritik-Kommentar, den ich bekommen habe und der inzwischen auch wieder gelöscht wurde von der Person. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, ich persönlich lösche hier keine Kommentare. Also alles, was ihr unter meinen Videos seht, ist ungefiltert einfach das, was ihr rauslasst. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwelche Kommentare zu löschen, außer es ist eine zu starke Eigenwerbung oder es sind irgendwelche Links, die ich einfach unter meinen Videos nicht haben möchte. Das sind die einzigen Kommentare, die ich lösche. Ich hatte auf mein Schal-Styling-Video von einer Person ein Video, einen Kommentar bekommen, wo sie schrieb, sorry, absolut banausenhaft, da lehren uns die chinesischen Models aber das Fürchten. Das sind die absoluten Könner auf dem Gebiet. Was du da vorführst, sieht am Ende alles gleich, langweilig und plump aus. Und alles mit diesen viel zu mächtigen Schals. Nein, aber auch. Dieser Kommentar ist, wie gesagt, inzwischen wieder gelöscht und ich habe darauf Folgendes geantwortet. Hallo, schade sowas zu lesen. Ich habe nicht den Anspruch, perfekte Videos zu machen. Auch ich bin nur ein Mensch. Nicht jedem kann alles gefallen. Das ist okay. Was nicht geht, ist respektlos, beleidigend und herab lassend die Arbeit einer dir fremden Person derart zu attackieren. Ich kann dir nur wünschen, dass du dir für das neue Jahr vornimmst, ein freundlicherer Mensch zu werden und dir mehr Gedanken über deinen digitalen Fußabdruck in dieser Welt zu machen. Darüber hinaus darfst du meinen Kanal gerne fernbleiben und dir auch die Mühe für solchen Hate sparen. Schöne Feiertage und alles Gute. Tschüss. Die Person hat mir daraufhin eine E-Mail geschrieben und sich bei mir entschuldigt. Die Entschuldigung habe ich angenommen. Ich habe allerdings nochmal meine 5 Cents auch dazu zurückgegeben. Ihr müsst euch halt vorstellen, diese Kanäle, diese Videos, auch in der Qualität, wie ich sie produziere oder wo ich denke, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Qualität ist, die sind ein verdammter Haufen Arbeit. Und wenn man dann solche Kommentare liest, da denkt man sich oft, mach es doch erstmal selber besser. Überlegt doch einfach mal, wie ihr Dinge formuliert. Es ist halt einfach so, dass man bei Kommentaren nur den blanken Text sieht. Man hat keine Emotionen dazu, man hat keine Geste, keine Mimik dazu. Wenn dann auch keine Smileys irgendwie eingesetzt werden, so nach dem Motto, oh, ist eigentlich nur ganz nett gemeint. Gut, auch das hilft, rettet nicht immer alles, ne? Es rettet wirklich nicht immer alles. Dann muss man doch auch einfach mal überlegen, dass das bei dem Gegenüber vielleicht
doch einen Ticken schärfer ankommen könnte, als man sich das vielleicht so vorstellt. Und dann ist es doch eigentlich witzig, dass die Person so zurückschreckt und sich denkt, oh fuck, okay, ich habe es glaube ich übertrieben. Ich lösche den Kommentar schnell und schreibe ihr eine Entschuldigung. Also das heißt, dieses Nachdenken, hey, das könnte vielleicht ein Ticken zu drüber gewesen sein, findet oft erst hinterher statt. Und das ist etwas, das finde ich total schade. Daran möchte ich auch nochmal appellieren. Wie ihr seht, ich habe absolut gar kein Problem mit Kritik, aber ihr müsst auch damit rechnen, dass ich zurückkritisiere. Nämlich, dass ich mich verteidige, dass ich auch einfach ein paar Worte dazu sage, weil das ist meine Arbeit, das ist mein kreatives Herzblut, das in diesem Kanal und in diesem Video steckt. Und das ist natürlich eine Arbeit, die ich auch gerne verteidige. Und da sind die meisten Leute so, boah, stopp, stopp, die schreibt mir ja zurück, um Gottes Willen, die hat das wirklich gelesen und oh Gott, die hat sich jetzt auch noch angegriffen gefühlt. Nee, das kann ich nicht, ich muss das wieder löschen. Also Leute, ihr müsst auch Gegenkritik aushalten können. So wie es in den Wald reinschreit, so schallt es halt auch zurück. Dann möchte ich noch einen Kommentar auch zum Besten geben, den ich tatsächlich ein bisschen erschreckend fand, muss ich ehrlich gestehen. Das hat nicht nur mit Cybermobbing was zu tun, sondern auch noch schon so ein bisschen mit Mobbing eigentlich gegenüber kurvigeren Menschen. Und zwar habe ich den Kommentar bekommen, könnte sein, dass ich jetzt viele Daumen nach unten bekomme, auch egal. Dein Video zeigt eine junge, üppige Frau, die noch immer nicht begriffen hat, dass zu kurze Röcke, zu nackte Fußfesseln, die noch dazu bräunlich verfärbt sind, nicht wirklich schön aussehen. Deine Kleidergröße könnte noch mindestens eine zusätzliche Konfektionsgröße vertragen. Es ist einfach nicht schön, da kann man es drehen, wie man will. Ich habe auch keine Konfektion in 38, aber meine Kleidung spannt nicht, meine Röcke würden nie den zusammengeschobenen Speck mit seiner Zellulitis an den Oberschenkeln hin und her schieben. Die Schuhe sind übrigens auch aus dem vorigen Jahrhundert, das würde heute niemand mehr tragen. Was willst du mit solchen einfach nur grausigen Vorstellungen bewirken? Eine Stilberatung könnte helfen, Guido Maria Kretschmer würde nur eins sagen, das tut nichts für sie und die Aussage ist richtig. Also, diese Person, die offensichtlich, ja, also ich würde behaupten, da sie schrieb, auch keine Konfektionsgröße 38, das heißt wohl auch scheinbar Gewichtsprobleme, was heißt Gewichtsprobleme, aber sagen wir mal kurviger ist, hatet sich eigentlich quasi selber, indem sie mich hatet. Entschuldigung, was ist dein Problem? Ich verstehe das einfach nicht. Ich bin ganz, ganz schockiert. Also mir schreiben auch oft Leute, wo bist du kurvig bitte? Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ gemeint ist, aber erstmal darf jeder von uns seine Körperform selbst definieren. Also ich lasse mir bestimmt von keinem vorschreiben, nee, du bist nicht kurvig, nee, du bist nicht dick, du bist doch zu dick, du bist keine Ahnung was. Das ist mir alles Schnurzpiepe, weil das ist mein Körper und da bestimme ich selber, wie ich den definiere. Und ich bestimme auch selber, wie und was für Klamotten ich tragen möchte. Und es ist nun mal Fakt, dass ich zu 1000% davon überzeugt bin, dass mir meine Kleidung passt, ja. Also ich passe ja da rein, sie platzt ja nicht auf. Ist es halt eine Frage, wie man letztendlich sich kleiden möchte. Das heißt, möchte ich mich figurbetont kleiden? Möchte ich mich sexy kleiden? Möchte ich viel Haut zeigen, wenig Haut zeigen? Das ist eine Frage des Stils und nicht, ob mir die Kleidung passt oder nicht. Wenn ich einen kurzen Rock tragen will, dann trage ich einen kurzen Rock. Ich frage mich halt oft, wie zur Hölle gucken Menschen eigentlich Videos? Natürlich hat jeder von uns eine andere Wahrnehmung, um Gottes Willen. Jeder hat seine eigene Meinung, die ich auch immer und immer akzeptieren werde. Und es gab auch schon viele von euch, die einfach, sagen wir, auf nette und höfliche Art und Weise ganz normal ihre Kritik geäußert haben. Und darauf antworte ich auch gerne. Da unterstütze ich auch gerne. Ich nehme auch Kritik an. Also um Gottes Willen. Es gibt halt auch Kritik, die lese ich, die nehme ich wahr. Aber dann sage ich halt, okay, sorry, dann ist aber dieser Kanal einfach nichts für dich. Weil ich stehe nun mal dazu, dass ich Kurven habe. Ich kleide meine Kurven entsprechend. Ich möchte, dass man meine Figur erkennt. Und dann soll man mir dieses Privileg doch auch bitte lassen. Leben und leben lassen. Haben wir doch alle schon mal gelernt in der Schule, oder? Ich finde dieses Betonen, wie toll die anderen deinen Style finden, total überheblich. Generell habe ich als Zuschauer das Gefühl, dass du immer wieder betonen möchtest, wie toll bei dir alles ist und wie luxuriös dein Lifestyle. Das ist mir leider öfters ins Auge gestochen. Nichtsdestotrotz gibt es nicht so viele deutschsprachige Curvy-YouTuber mittleren Alters und dadurch ist es lobenswert, dass Frauen, die sich genau für die Themen interessieren, den Content zu sehen bekommen. Dies ist kein Hate, lediglich eine Beobachtung meinerseits. Natürlich kriegt ihr einen sehr, sehr großen Einblick in meine Persönlichkeit. Dieser Vorwurf von wegen, dass man arrogant oder überheblich sei, der hat mich tatsächlich, also dieser Kommentar, muss ich gestehen, das ist einer der ganz, ganz wenigen, der mich wirklich persönlich super krass getroffen hat, weil ich mir wirklich gedacht habe, so,
okay, Sarah, warst du jetzt vielleicht zu drüber oder was ist falsch? Also ich habe mir das Video auch nochmal angeschaut und ich habe letztendlich eigentlich nur Feedback aufgegriffen, aber es ist halt oft so, dass wenn man natürlich auch in der Postproduktion sitzt, da kommt gleich auch noch ein Kommentar zu, man hat halt eine schiere Menge oft an Material und dann schneidet man manche Dinge auch raus und wenn man genau das macht und genau diesen irren Nonsens an Rechtfertigung dann oftmals rausschneidet, dann kommen genau solche Kommentare. Das ist halt total witzig. Das Problem ist, ich kann mich nicht immer in jedem Video stundenlang über Aussagen rechtfertigen, es umdrehen, in der Hoffnung, dass ich dann mich nicht so angreifbar mache. Das ist vollkommen okay, wenn manche Menschen der Meinung sind, sie mögen meine Persönlichkeit nicht. Das ist vollkommen okay, geht woanders hin. Guckt irgendwelche anderen YouTuber, habe ich gar kein Problem mit, ne? Ich finde es auch interessant, dass diese Person irgendwie der Meinung ist, ich hätte jetzt so einen super luxuriösen Lifestyle, weil den lebe ich ja eigentlich auch nicht vor dieser Kamera. Und letztendlich also kann man sowieso gar nicht einschätzen, wie jetzt mein gesamter Lifestyle überhaupt ist, weil ihr begleitet nicht jede einzelne Minute meines privaten Lebens. Und vor allem finde ich es sowieso eine sehr interessante Aussage bei den ganzen Ski-In-Halls, die ich mache, dass ich jetzt voll den krass luxuriösen Lifestyle hätte. Also ich meine, hallo? Ich habe keine Designer-Handtaschen, ich habe keinen teuren Schmuck, wie wir festgestellt haben. Ich weiß jetzt nicht, was dann sonst noch an Luxus irgendwie überbleiben soll, was diese Person vielleicht als Luxus definiert. Wenn man sagen möchte, dass ich einen luxuriösen Lifestyle in dem Sinne habe, dass ich selbstständig bin, dass ich meinen Tagesablauf selbst gestalten kann, dass ich mir die viele Zeit nehmen kann, auf super aufwendige Art und Weise diese Videos zu produzieren, denn das ist echt immer nur ein absoluter Bruchteil, der am Ende von der Arbeit in diesen Videos steckt. Für 10 Minuten habe ich bestimmt 10 Stunden gearbeitet und das ist etwas, das könnt ihr gar nicht einschätzen oder viele können das nicht einschätzen. Aber wenn das Luxus sein soll, 1000 Gummipunkte, dann habe ich auf jeden Fall einen luxuriösen Lifestyle. Das würde ich auf jeden Fall als Luxus bezeichnen. Und auch, dass ich sehr viel Freizeit habe, die ich mir für meine Liebsten nehmen kann. Das ist für mich Luxus, um das jetzt mal hier abschließend festzuhalten. Auch besonders schön war folgender Kommentar. Eine Taschensammlung aus der Hölle. Grauenvoll Geschmack. Als Haufen zusammenkehren, Benzin drauf und anzünden. Außerdem heißt es gekauft. Was das dämliche geschoppt ständig sein soll, weiß sicher auch nur du. Und komm zum Punkt, du Medizinball. Hi meine Liebe, wenn ich nur 7 Kilo wie ein Medizinball wiegen würde, wäre ich glaube ich sehr untergewichtig. Aber Dankeschön für diese Feststellung. Also ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben? Ich sag doch auch nicht zu dir, deine Klamotten sind scheiße, bitte zünde alles an, was du besitzt. Ich meine, woher kommt sowas? Was ist schiefgelaufen bei dir? Es lässt sich nun als nächstes noch sagen, dass dieses Video sicherlich ein ganz, ganz tolles Video ist für all diese Hater, die mir immer und immer wieder schreiben, dass ich doch zu viel reden würde. Gut, ich frage mich an der Stelle, was ist zu viel, was ist zu wenig? Definiere ich das nicht selber? Definieren das nicht meine Zuschauer? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses mit dem zu viel Gelaber, ich kann es einfach nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich gestalte meine Videos auf meine mir persönlich passende Art und Weise, so wie ich sie gerne sehen wollen würde. Und ich weiß auch, dass die meisten von euch das tatsächlich zu schätzen wissen, dass halt einfach nicht nur hier rumgedanced wird und nur getanzt und gezeigt wird und dicke Mucke und Party in the House und so, sondern dass ich auch einfach ein bisschen was erzähle, was ich mir bei manchen Dingen denke und letztendlich ist es halt mein Kanal. Also wenn einem das nicht gefällt, dass ich rede oder dass ich zu viel rede oder auch, dass ich hier mit meinen Armen gestikuliere, das wurde mir auch schon öfter gesagt, dass das einfach viel zu viel ist, ja, dann soll man halt einfach wegschalten. Also ich meine, das ist doch... Wieso schreibt man sowas? Und vor allem dann teilweise halt auch mit echt super interessanter Rechtschreibung. Besonders schön fand ich auch den Kommentar, ich habe dann mal die Ohren zu oder ich habe dann mal den Ton aus. Dann habe ich nur geschrieben, ja, und ich habe dann mal die Augen zu, wenn ich diesen Kommentar hier lese. Dann mach dir doch nicht die Mühe und kommentier das. Mach dir doch nicht die Mühe und schau es dir an. Geh doch einfach irgendwo anders hin und ärger andere Leute. Und wie gesagt, also das mit dem Gelaber, ich weiß es nicht. Es ist meine eigene Sache, wie viel ich rede, wie viel ich nicht rede. Ich rede halt gerne. Ich weiß, dass es vielleicht manchmal je nachdem zu viel ist, aber es ist mir auch egal, weil ich persönlich finde, dass es halt dann einfach notwendig ist, wenn ich viel erkläre. Ich habe da mir was zu gedacht, ich bin das überlegt. Ich möchte euch etwas tiefergehend erklären, weil ich auch viel finde. Und abschließend möchte ich echt nur sagen, wenn es euch nervt, dass ich rede, da ist irgendwo der Deabonnieren-Button. Ciao!
Was ich ja auch immer ganz toll finde, ist, wenn die Art und Weise kritisiert wird, wie Videos gestaltet sind. Also ich habe schon öfter Kommentare dazu bekommen, ach, die Musik ist zu laut, die Musik gefällt mir nicht, es ist mir zu hell, der Hintergrund, diese weiße Wand, das blendet mich, kannst du da bitte irgendwie Farbe dran machen und I don't know. Wo ich mir denke, Entschuldigung, aber was maß die Person sich an, das zu kritisieren? Das ist einfach mein Kanal, das ist meine kreative Arbeit. Ich habe nicht den Anspruch, dass das hier allen gefällt. Das ist auch vollkommen okay so. Und dann kann man das doch einfach ignorieren. Dann kann man doch einfach bitte weggehen. Also ganz ehrlich, ich bin da wirklich so, es stört mich nicht, wenn Personen den Kanal wieder verlassen, weil ich möchte hier nur Menschen haben, die sich die Sachen auch gerne anschauen. Das macht dann einfach viel mehr Spaß. Also für die Person, die es sich anschaut und genauso auch für mich. Weil es ist für beide Seiten, glaube ich, einfach kacke, wenn man sich denkt so, boah, nee, nicht die schon wieder. Die Musik, die redet zu viel, diese Nasenkontur, um Gottes Willen, ich kann mir das nicht angucken. Wieso tut ihr euch das denn dann an? Also alle Hater, wieso tut ihr euch das an, euch Videos anzugucken von Leuten, die ihr nicht leiden könnt, die ihr nicht sehen wollt, wo euch die Musik nicht gefällt, wo euch die Klamotten nicht gefallen, wo euch der Hintergrund nicht gefällt und ich weiß es nicht. Dann macht euch doch was Schönes in eurem Leben und geht zu den YouTube-Kanälen, die euch gefallen. Punkt. Und ganz toll finde ich auch immer, wenn die Aussprache kritisiert wird. Das ist halt auch irgendwie etwas, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich bin ja sicherlich, jetzt weiß Gott, also Native Speaker so von Deutsch, Kölsch, Denglisch gemischt, gebe ich auf jeden Fall zu. Ich habe sicherlich sehr starke Denglisch-Einflüsse, weil ich halt sehr viele englische Videos gucke und weil unsere Sprache halt auch einfach immer weiter verdenglischt wird. Es gibt halt viele Begriffe so in diesem Make-up-Fashion-Bereich, also sorry, die sind halt einfach auf Englisch viel schneller für euch zu verstehen oder auch für mich selber. Und dann benutze ich die auch einfach. Also das ist halt mein gutes Recht, das ist meine Aussprache. Und da möchte ich mich auch nicht rechtfertigen müssen, ob ich jetzt Cleansing sage oder Cleansing oder Cleansing. Das ist eigentlich egal. Also ich meine, jeder weiß, was gemeint ist. Und mein Kölsch teilweise müsst ihr halt ertragen oder auch nicht. Liebe Grammatikprofessoren, dann geht halt einfach woanders hin. Korrigiert eure eigene Grammatik und Aussprache. Ich glaube, das ist alles mir überlassen, wie ich hier was ausspreche. Danke. So, meine Lieben, das waren meine 5 Cents zu dem aktuellen Hate, Kritik, Feedback, wie auch immer man das nennen möchte, das mich in den letzten Wochen, Monaten so erreicht hat. Und ja, wie gesagt, ich bin persönlich ein Mensch, ich nehme das alles gar nicht so ernst, weil ich auch der Meinung bin, dass das teilweise einfach nicht ernst gemeint sein kann. Und ich glaube, da müsste wirklich noch sehr, sehr, sehr viel mehr passieren, dass ich persönlich mich super stark angegriffen fühlen würde. Was ich allerdings schade finde, und das möchte ich nochmal plädieren oder dazu appellieren an alle, die Hate im Netz verbreiten. Und natürlich als so ein YouTuber, man macht sich dessen ja bewusst irgendwo, dass man halt angreifbar ist, dass man angegriffen wird. Ich denke auch, je größer dieser Kanal noch werden sollte, desto mehr Hate und Kritik werde ich mir anhören müssen. Aber das ist okay, weil ich bin darauf vorbereitet, irgendwie seelisch und moralisch. Aber es ist ja wirklich Cybermobbing ein ernstzunehmendes Thema und deswegen möchte ich da nochmal an alle appellieren, nehmt euch doch im neuen Jahr mal vor, einfach wieder netter zu sein. Seid einfach wieder freundlicher zu euren Mitmenschen. Ihr habt alle nichts davon, wenn ihr euch gegenseitig hatet. Schaltet einfach alle mal einen Gang runter. Wenn ihr haten wollt, stellt euch vor den Spiegel, hatet euch selbst. Also ganz ehrlich, wenn da irgendwo Wut und Druck ist, die raus müssen, kanalisiert es irgendwie anders, aber lasst es einfach nicht an fremden Menschen oder halt auch an Mitschülern oder Kollegen oder sonst irgendwem aus. Das haben wir alle nicht verdient. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, wie meine Oma immer so schön sagt. Und ich möchte auch noch mal betonen, allerdings, also das habe ich kurz schon erwähnt, aber jetzt nicht in dem Sinne so, hey, ihr dürft mir keine Kritik mehr schreiben, aber alles, was in Zukunft kommen sollte, was deutlich zu drüber ist, was Richtung wirklich richtig gehender Beleidigung oder Gewaltandrohungen geht, bin ich persönlich ein Mensch, da würde ich immer mein Recht Gebrauch machen, das auch zur Anzeige zu bringen, und das kann ich auch jedem nur anraten, der tatsächlich richtige, also der richtig gemobbt wird, der Drohungen erhält. Leute, das ist kein Spaß, das ist nicht, oh, ich grab mal hier witzig, ich mach die Bitch mal fertig. Das ist nicht lustig, das ist ernst zu nehmen, das ist eine Straftat. Und da dementsprechend kann ich auch jedem von euch nur anraten, der sowas erlebt, im Privaten oder auch, sage ich, jeder Creator, der das erlebt,
absolut gerechtfertigt, wenn man da die Polizei anschaltet. Muss ich ganz ehrlich und offen so sagen. Um Gottes Willen, ihr dürft mich weiter kritisieren. Ich habe gar kein Problem damit. Aber überlegt euch nur immer so ein ganz kleines bisschen mit dem Hintergedanken, den Respekt an die Arbeit, die Creator, die YouTuber sich einfach machen, um euch zu unterhalten, wie ihr diese Kritik äußert. Mehr möchte ich gar nicht von euch. Und das war's jetzt. Ich höre jetzt auf zu labern. Freut euch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.